Photovoltaik ist mittlerweile billig geworden. Solarzellen auf dem Hausdach liefern den Strom für etwa 12 Cent pro Kilowattstunde. Nicht mal halb so teuer wie der Haushaltsstrom aus dem Netz. Strom vom eigenen Dach selbst verbrauchen ist deshalb interessant geworden. Für Eigenheimbesitzer. Aber was ist mit den Mietern? Für die gibt es eigentlich seit 2,5 Jahren den sogenannten Mieterstrom. Hier in Lappersdorf bei Regensburg ist eines der ganz wenigen Beispiele, wo ein Wohnblock schon Mieterstrom hat. Von der Genossenschaft vor Ort. Wir als regionale Bürgerenergiegenossenschaft wollen ja letztendlich den Strom dezentral erzeugen. Und nicht nur dezentral erzeugen, sondern ihn auch dezentral nutzen. Das heißt, ohne lange Strom ins Netz zu schicken, direkt vor Ort versorgen. Und da passt Mieterstrom einfach perfekt dazu. Mieterin Monika Ackermann ist sehr froh über ihre günstige Sozialwohnung in Lappersdorf. Und wenn sie Tee und Kaffee kocht, dann spart sie auch Geld, dank Mieterstrom. Um die 100 Euro jährlich wird ihre Stromrechnung billiger als normal. 47 Euro pro Monat hat sie vorerst als Abschlag gewählt. Ich möchte nicht unbedingt jeden Cent sparen, was ich an Strom brauche. Also ich habe wirklich an Geräten sehr viele und ich will auch meine Weihnachtsbeleuchtung haben, die wir derzeit haben, und möchte dann mich nicht in Unkosten stürzen. Und ich denke mal, ich bekomme da sogar was raus, weil ich habe das ziemlich gut angesetzt und es ist ja günstiger Anbieter, also bekomme ich da mit Sicherheit Geld zurück. Die Wohnblocks gehören der Gemeinde Lappersdorf, was kein Zufall ist. Der Vermieter verdient kaum etwas am Mieterstrommodell. Die meisten Privaten lassen die Finger davon. Die Vermieter wissen nicht, dass es einfach geht. Es fehlt zum Teil auch noch am Umweltbewusstsein. Doch auch wo dieses Bewusstsein da ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind bei Mieterstromprojekten so schwierig, dass sie sich oft kaum rechnen. Der Eigenheimbesitzer ist nach wie vor von der EEG-Umlage befreit für seine PV-Anlage und den direkt verbrauchten Strom. Der Mieter jedoch muss die EEG-Umlage in vollem Umfang bezahlen. Die Große Koalition wollte eigentlich bis zum Herbst ein neues Gesetz vorlegen, das Mieterstrom attraktiver macht. Aber noch fehlt es.